Herzlich willkommen zum THC Talk heute aus Most mit Herbert Müller. Herbert, ihr habt jetzt eine Vorbereitungswoche in Most verbracht, habt heute jetzt noch den Porzellancup gespielt, den auch gewonnen. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung im Moment? Erstmal vielen Dank. Natürlich wollten wir hier auch aus einer Favoritenrolle heraus diesen Porzellancup gewinnen. Das haben wir, finde ich, auf recht souveräne Art und Weise gemacht. Wir haben natürlich ganz, ganz viel Technik und Taktik diese Woche trainiert, haben versucht, uns die eine oder andere Feinheit zu erarbeiten, in die Abstimmung zu gehen, aber wir brauchen einfach noch Zeit. Wir müssen die nächsten drei Wochen noch extrem nutzen. Es gibt viele Dinge, die wir noch verbessern müssen, gerade auch was die Integration der vier Neuen betrifft. Aber wir wollen ja von der Breite her stärker aufgestellt sein als im letzten Jahr. Aber wir haben uns von Tag zu Tag gesteigert. Wir haben, wie gesagt, etliches probiert und ich bin mit der Woche in Most wie jedes Jahr sehr, sehr zufrieden. Ein Riesendank an die Veranstalter hier, die uns super betreut haben. Wir hatten super Bedingungen, immer wieder die Halle gehabt, Kraftraum gehabt, Eisbad gehabt, Sauna gehabt, gutes Essen im Hotel, das Hotel war gut. Von daher optimale Bedingungen, um uns weiterzuentwickeln, um uns auch als Mannschaft zu finden. Und da haben wir versucht, die Schwerpunkte zu legen. Hast eigentlich schon meine zweite Frage vorweggegriffen. Wir haben ja vier neue Spielerinnen international ins Team aufgenommen. Wie läuft die Verständigung, wie läuft die Integration mit den Spielerinnen? Es hat sich gezeigt, dass die Spielerinnen charakterlich sehr gut zu uns reinpassen. Ich bin sehr, sehr glücklich über die Art und Weise, wie sie sich entwickeln. Jetzt heißt es aber, im Deutschkurs Gas zu geben, damit sie uns, mich auch von der Sprache her verstehen können. Und dass die Kommunikation im Team, weil auf die legen wir großen Wert, gut funktionieren kann. Rein menschlich bringen sie sich hier super ein. Sie haben einen super Eindruck gemacht, auch beim Mannschaftsabend, voll mittendrin gewesen. Wir hatten einen Nachmittag, wo wir Fußball, Golf gespielt haben. Das war wunderbar, die Mädels sind mittendrin. Das sind Mädels, wo man sehen kann, dass sie zu uns gut passen. Und man darf nicht vergessen, dass wir hier auch drei Jugendliche gehabt haben. Ja, mit der Clara, mit der Laura, mit der Arwen, drei Jugendlichen, die hier wunderbar Gas gegeben haben diese Woche. Und auch diese Mädels können stolz sein, das so bewältigt zu haben. Und die haben einen guten Eindruck hinterlassen, haben auch ihre Spielanteile gestern bekommen, auch in dem Freundschaftsspiel gegen Most vorige Woche schon mitgespielt. Von daher, auch da brauchen uns nicht bange sein für die Zukunft. Wie sieht eigentlich die Perspektive für, du hast das gerade angesprochen mit den drei jungen Spielerinnen, Lara Kuske, Clara Schlegel und Armin Rühl. Wie sieht die Perspektive für die Spielerin aus, dass sie auch mal den Sprung vielleicht in die erste Mannschaft schaffen können? Oder? Das muss mittelfristig oder langfristig das Ziel sein. Sie sind ja noch alle drei sehr jung, aber sie haben wirklich Talent und das sieht richtig gut aus. Also ich konnte sie wirklich teilweise schon einwechseln. Gerade Clara ist ja auch bei mir schon im österreichischen Nationalteam dabei. Da merkt man schon auch diese Erfahrung. Laura hat das im Tor hervorragend gemacht, hat wirklich ist null abgefallen. Ein sehr bescheidenes Mädel, das sehr, sehr fleißig ist. Und Arwen, wenn sie verletzungsfrei bleibt, hat einen unfassbar harten Wurf. Es macht einfach Spaß, so drei solche Mädels zu begleiten, die aus unserer Jugend kommen und wo wir ihnen hoffentlich den Weg zeigen können, der in die Bundesliga dann führt. Clara wird in Zwickau auch schon in der zweiten Liga spielen, die anderen beiden bei uns in der dritten Liga und in der Jugendbundesliga. Man muss für jede die richtige Stelle finden, wo sie gerade sportlich hingehört. Gut, nächste Woche geht's weiter mit Testspiel in Großengottern und in Ilmenau gegen die HSG Plomberg. Da haben wir ja letztes Jahr verloren, war ja ein gutes Omen für die Saison eigentlich. Und dann in der Woche drauf zweimal gegen Kopenhagen. Ja. Und dann geht es ja dann schon am 31.08. zum Supercup nach Bietigheim. Ja, es sind noch genau drei Wochen und diese drei Wochen müssen wir intensiv nutzen. Nächste Woche zwei Spiele gegen Cisnadie, ein EHF-Cup-Teilnehmer gegen Blomberg. Eine Mannschaft, die immer wieder eine ganz gute Rolle auch in der Bundesliga spielt. Dann Kopenhagen, ein Team, das sicherlich auch sehr interessant mit dieser skandinavischen Note zu spielen wird. Ich denke, das sind die richtigen Testgegner, bevor wir dann gegen Bietigheim um den ersten offiziellen Titel spielen. Wir waren ja jetzt am Anfang der Saison ein bisschen enttäuscht, dass wir keine Möglichkeit gehabt haben, die Champions-League-Qualifikation zu machen. Ihr wart sicherlich auch sehr verärgert darüber, dass keine zweite deutsche Mannschaft berücksichtigt worden ist. Jetzt steht der EHF Cup an, sicherlich sehr interessante Gegner. Was habt ihr euch als Zielsetzung gestellt? Natürlich waren wir im ersten Moment ein bisschen fast geschockt. Wir hätten gern Champions League gespielt, wären gern in dieser Quali angetreten. Man hat ja hier gezeigt gegen Most, dass wir dazu in der Lage gewesen wären, rein sportlich. Aber dann ist es überhaupt kein Problem, da gilt kein Nachkarten, sondern man muss einfach nach vorne blicken. Wir freuen uns auf den EHF Cup. Wir haben mit Bjarsen Trondheim einen Namen bekommen, eine Mannschaft, über die wir natürlich in die nächste Runde kommen wollen.
Wir wollen so weit wie möglich kommen. Die Gruppenphase ist das mindeste Ziel, am besten aus der Gruppenphase raus. Und dann muss man sehen, weil der EHF Cup unfassbar mit Sjöfog, Odensee. Mhm. Man darf nicht vergessen, Odensee ist ein Viertelfinalist der Champions League. Sjöfog hat den EHF Cup gewonnen, kann sicherlich sogar im Final Four in der Champions League spielen. So stark sind die. Und das sind Gegner, die als Maßstab herhalten müssen. Und ich hoffe, wir kommen so weit, dass wir auf solche Gegner treffen können. Gut, wir freuen uns auf die neue Saison, auch wenn es ein paar Veränderungen gibt. Ja, mit Spielort Erfurt, international weiter Nordhausen. Und wir wünschen euch viel Erfolg in der Vorbereitung noch. Und wir sind ja ständig bei euch. Vielen Dank. Wir können auch die nächsten drei Wochen noch gut gebrauchen. Gut. Dankeschön. Tschüss. Und schöne Grüße an alle unsere Fans. Gut, tschüss.